Heute steht eine kleine Fantasiereise an. Das heißt, es geht nicht ganz sportlich zu. Ist ein bisschen zum Entspannen, aber trotzdem müsst ihr dabei euren Körper beherrschen, okay? Denn heute erklimmen wir gemeinsam mit Rago den Berg der Entspannung. Um voll und ganz in die Geschichte eintauchen zu können, suchten wir uns einen gemütlichen Platz, wo wir uns schön auf den Rücken legen können, okay? Und los geht's! Sehr gut! Dann kann es auch schon losgehen! Ich hoffe, ihr habt alle einen gemütlichen Ort gefunden. Dann kann unser Abenteuer ja beginnen. Als allererstes schließen wir unsere Augen und entspannen unseren Körper. Gemeinsam mit Rago befinden wir uns an dem Fuß eines Berges. Vor uns liegt ein Wald. Am Anfang stehen noch viele kleine Büsche und Bäume. Doch in der Ferne erkennen wir, dass die Bäume immer größer und höher werden. Wir machen uns bereit für den Weg, der vor uns liegt. Zuallererst kreisen wir unsere Fußgelenke, um sie zu lockern. 3, 2, 1. Unsere Füße fühlen sich jetzt ganz leicht an. Als nächstes müssen wir unsere Beine vorbereiten. Wir entspannen die Muskeln in unserem rechten Bein an. 3, 2, 1 und wir entspannen sie wieder. Unser rechtes Bein fühlt sich jetzt viel stärker an. Das gleiche machen wir mit unserem linken Bein. Wir spannen alle Muskeln mit unserem linken Bein an. 3, 2, 1 und wir entspannen die Muskeln wieder. Nun fühlen sich beide Beine gestärkt und unsere Füße gelockert an. Wir sind bereit für die Wanderung. Wir laufen los und neben uns läuft Rago. Wir hören die vielen Vögel zwitschern und es riecht ganz frisch. Dann entdecken wir vor uns einen Fliegenschwarm. Er schwebt mitten über dem Weg. Da müssen wir wohl durch. Rago nickt zustimmend. Damit keine der Fliegen uns in den Mund fliegt, pressen wir unsere Lippen aufeinander. 3, 2, 1. Und wir sind durch den Fliegenschwarm hindurch und können unsere Lippen wieder entspannen. Du schaust zu Rago rüber. Auch er hat es durch den Fliegenschwarm geschafft und fuchtelt mit seinen Händen die letzten Fliegen weg, die ihn noch verfolgt haben. Wir gehen tiefer in den Wald hinein. Der Waldboden wird ganz weich und es fühlt sich an, als würden wir auf Zuckerwatte laufen. Zwischen den Bäumen kommen immer wieder Sonnenstrahlen hindurch. Ganz warm strahlen sie auf deine Arme. Von der linken Seite läuft ein kleines schwarz-weiches Tier vorbei. Was ist das so für ein Tier? Du schaust fragend zu Drago rüber. Er zuckt auch nur mit den Schultern. Dann stinkt es auf einmal ganz stark. Das muss dann wohl ein Stinktier sein. Drago nickt eifrig und hält sich die Nase zu. Auch du hältst für eine kurze Zeit die Luft an, um den Gestank nicht einzuatmen. 3, 2, 1 und puh, hier stinkt es jetzt zum Glück nicht mehr. Es ist schon gar nicht mehr weit bis zur Spitze des Berges der Entspannung. Das letzte Stück wird etwas steiler. Der Boden ist auch nicht mehr so weich wie Zuckerwatte. Es wird etwas steiniger. Das ist auch gut, denn so haben wir mehr Halt, wenn wir den Berg hochklettern. Doch zuerst müssen wir dafür noch unsere Arme bereit machen. Wir entspannen unseren linken Arm an. 3, 2, 1 und entspannen wir. Das machen wir jetzt auch mit unserem rechten Arm. Alle Muskeln einmal anspannen. 3, 2, 1 und wieder lockern. Als nächstes sind unsere Schultern dran. Wir ziehen beide Schultern bis zu unseren Ohren hoch. 3, 2, 1 und wieder sacken lassen. Zu guter Letzt müssen wir noch unsere Hände bereit machen. Wir kreisen beide Handgelenke langsam. 3, 2, 1 und stopp. Jetzt fühlen sich unsere Arme, Schultern und Hände viel stärker an. Wir beginnen, das letzte Stück bis zur Spitze zu klettern. Mit unseren Händen greifen wir von Stein zu Stein und ziehen uns langsam hinauf. Wir kommen als erstes oben an, auf dem Berg der Entspannung. Drago ist aber direkt hinter uns und auch oben angekommen. Du kannst stolz auf dich sein, den Aufstieg gemeistert zu haben.
Die Luft hier oben ist total frisch. Wir holen dreimal Tiefluft. Dann spannen wir nochmal alle Muskeln in unserem Körper an. 3, 2, 1 und unser Körper entspannt sich. Er fühlt sich jetzt ganz leicht an. So leicht, dass wir von dem Berg wieder bis zu uns nach Hause schweben. Ganz langsam öffnen wir unsere Augen. Super gemacht! Das war doch ein tolles, entspanntes Abenteuer. Dragon, wie hat es dir gefallen? Super, sehr cool. Okay, dann würden wir uns auch schon wieder verabschieden. Wir hoffen, dass ihr jetzt entspannt seid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!